Die Thermodynamik befasst sich mit dem Antrieb und mit dem Gleichgewicht eines Prozesses. Die Kinetik befasst sich mit der Geschwindigkeit eines Prozesses. Und wenn an diesem Prozess geladene Teilchen beteiligt sind, dann sind wir im Gebiet der Elektrochemie. In der Elektrochemie kann man Gleichgewichte und Geschwindigkeiten durch elektrische Größen quantifizieren. Ein Gleichgewicht ist gekoppelt mit einer elektrischen Spannung und eine Reaktionsgeschwindigkeit ist gekoppelt mit einem elektrischen Strom. Die Elektrochemie untersucht zum Beispiel, wie man chemische Energie in elektrische Energie umwandeln kann und umgekehrt oder wie man chemische Information in elektrische Information umwandeln kann. Je nach Ladungsträgerart unterscheidet man Leiter erster Klasse und Leiter zweiter Klasse. Leiter erster Klasse sind Elektronenleiter. Hier wird die elektrische Ladung ausschließlich durch negativ geladene Elektronen transportiert. Die Ladung dieser Elektronen ist die negative Elementarladung, minus 1,6 mal 10 hoch minus 19 Ampere Sekunden. Zu den Leitern erster Klasse gehören nicht nur die Metalle oder Halbmetalle, auch intrinsisch leitfähige Polymere, die sogenannten ICPs, gehören dazu. In Leitern zweiter Klasse geschieht der Ladungstransport durch Ionen, durch Kationen positiv geladen und Anionen negativ geladen. Ionen können durch den Zerfall von Salzen, Säuren oder Basen entstehen. In der allgemeinen Gleichung findet man die Zerfallszahlen μ plus und μ minus und die Ladungszahlen z plus und z minus. Aus Elektroneutralitätsgründen muss μ plus mal z plus gleich μ minus mal z minus sein. Man nennt dieses Produkt die elektrochemische Wertigkeit Ne. Die Ladung der Kationen ist Z plus mal E, die Ladung der Anionen ist Z minus mal E. Schwefelsäure reduziert Wasser zu Protonen und Sulfationen. Die Zerfallszahl der Protonen ist 2, die Ladungszahl ist 1, die Zerfallszahl des Sulfats ist 1, die Ladungszahl ist minus 2. Entsprechend ist die elektrochemische Wertigkeit von Schwefelsäure 2. Kochsalz zerfällt in Natrium plus und Chlorid minus Ionen. Hier ist die Zerfallszahl Anion und Kation jeweils 1, auch die elektrochemische Wertigkeit ist 1. Aufgrund der Abstoßung der Ladungen liegen Polyelektrolyt-Ionen in verdünnter Lösung gestreckt vor. Diese Lösungen haben eine relativ hohe Viskosität. Bei zunehmender Konzentration können sich die Polyionen auch zusammenknäulen. Dadurch sinkt die Viskosität, man spricht vom Polyelektrolyt-Effekt. Es gibt auch leider zweiter Klasse, die im festen Zustand vorliegen. Silberjodid ist bei höheren Temperaturen ein Kationleiter. Die Silberionen können in diesem Gitter wandern. Zirkondioxid ist bei höherer Temperatur ein Anionleiter. In dem Gitter können Sauerstoffionen wandern. Zirkonoxid wird als Festelektrolyt zum Beispiel in der Lambda-Sonde eingesetzt. Auch organische Moleküle können feste Ionleiter sein, etwa das Naphion, welches als Ionenaustauscher verwendet wird. Wir betrachten ein Salz, welches wir in Wasser auflösen. Bei der Auflösung von Kupferchlorid etwa entstehen Kupferkationen und Chloridanionen. Diese Ionen liegen aber nicht nackt vor, sondern sie sind solvatisiert, besitzen eine Hydrathülle in Wasser. Dadurch vergrößert sich der effektive Durchmesser der Ionen ganz erheblich. Das Chloridion hat im Kristallgitter 0,2 Nanometer Durchmesser. Das hydratisierte Chloridion hat einen Durchmesser von ca. 0,36 Nanometer. Kupferkation hat einen Durchmesser von 0,14 Nanometer im Kristallgitter. Weil es sehr klein und hochgeladen ist, hat es eine sehr große Hydrathülle. Der hydrodynamische Durchmesser des Kupferions beträgt immerhin 0,6 Nanometer. Wenn sich die Ionen im Elektrolyten bewegen, schleppen sie ihre Hydrathülle mit. Dementsprechend ist das Kupferion weniger beweglich als das Chloridion. Die Ladung ist in einem Elektrolyt nicht gleichmäßig verteilt. Das wurde von Debye und Hückel quantitativ beschrieben. Wenn wir aus einer Kupferchloridlösung etwa ein Chloridion entfernen, dann bleibt eine Wolke übrig, die eine positive Ladung trägt. Diese sogenannte Ionenwolke schirmt das Zentralion, in dem Fall das Chloridion, ab.
Dieber und Hückel haben als Maß für die Situation in einem Elektrolyten nicht die Konzentration gewählt, sondern die sogenannte Ionenstärke I eingeführt. Die Ionenstärke ist definiert als 1/2 mal Summe Zi² mal Ci. Wir bilden also das Produkt aus der Ladungszahl zum Quadrat und der Konzentration jedes Ions, summieren diese Ausdrücke und teilen durch 2. Für unser Beispiel einer 0,001 molaren Kupferchloridlösung müssen wir rechnen 1/2 mal 2 zum Quadrat mal 0,001 plus minus 1 zum Quadrat mal 0,002. Wir erhalten als Ionenstärke einen Wert von 0,003 mol pro Liter. Mit diesem Wert der Ionenstärke kann jetzt der Radius der Ionenwolke berechnet werden. Er beträgt 0,3 Nanometer mal 1 durch Wurzel i. Die Ionenwolke schirmt das Zentralion ab. Je kleiner die Ionenwolke ist, desto stärker ist der Abschirmeffekt. Dieser Abschirmeffekt wird durch den Aktivitätskoeffizienten quantifiziert. Der Aktivitätskoeffizient gibt den Bruchteil an, zu dem ein Ion nach außen wirksam wird. Für verdünnte Lösungen können wir das Deber-Hückel'sche Grenzgesetz anwenden zur Berechnung des Aktivitätskoeffizienten f. Log f ist 0,509 mal z plus mal z minus mal Wurzel i. Wir erhalten einen Aktivitätskoeffizienten von 0,88. Das bedeutet, die Anlagekonzentration ist zwar 0,001 mol pro Liter, die effektive Konzentration ist aber nur 88% davon. In einer 0,001 molaren Lösung haben wir eine 88%ige Wirksamkeit der Konzentration. Wenn wir die Konzentration um einen Faktor 10 vergrößern, nimmt der Radius der Ionenwolke auf 1,8 Nanometer ab und der Aktivitätskoeffizient auf nur 67% ab. Bei sehr stark verdünnten Elektrolyten kann die Wirkung der Ionenwolke vernachlässigt werden. In dem Fall ist der Radius unendlich groß und der Aktivitätskoeffizient ist gleich 1. Die effektive Konzentration ist dann gleich der Einlagekonzentration. Mit einem klassischen konduktometrischen Aufbau können wir die Leitfähigkeit messen. Wir brauchen zwei Elektroden mit der Fläche A, die im Abstand L voneinander entfernt sind. Zwischen die Elektroden packen wir das Medium, dessen Leitfähigkeit wir vermessen wollen. Wir legen eine Spannung U an und messen den Strom, der durch das Medium fließt. Wir können einen Widerstand R errechnen als U durch I in der Einheit Ohm. Wir können ein Leitwert G als Kehrwert des Widerstandes errechnen in der Einheit Siemens. Wenn wir auf eine Standardgeometrie normieren, den Widerstand mit der Fläche A multiplizieren und durch die Länge L dividieren, erhalten wir den spezifischen Widerstand Rho, Einheit Ohm mal Meter. Und der Kehrwert des spezifischen Widerstandes ist die spezifische Leitfähigkeit Kappa, Einheit Siemens pro Meter. Wir messen also mit einem Konduktometer zunächst die spezifische Leitfähigkeit Kappa. Man kann sich diese Größe an folgender Skizze veranschaulichen. Wir haben eine Leitfähigkeitsmesszelle mit 1 Meter Länge und Elektrodenflächen von 1 Quadratmeter. Wir legen eine Spannung von 1 Volt an die Elektroden an. Die Stromstärke, die wir jetzt messen, entspricht der spezifischen Leitfähigkeit in Siemens pro Quadratmeter. Wenn wir unsere Leitfähigkeitszelle mit reinem Kupfer füllen würden, 1 Volt Spannung anlegen könnten, würden wir einen Strom von 58 Millionen Ampere messen. Das bedeutet, reines Kupfer hat eine spezifische Leitfähigkeit von 58 Millionen Siemens pro Meter oder 580.000 Siemens pro Zentimeter. Die spezifische Leitfähigkeit eines Materials hängt ab von der Anzahl der Ladungsträger und von der Beweglichkeit der Ladungsträger. Die Beweglichkeit von Elektronen in Leitern erster Klasse ist sehr groß. Entsprechend haben Metalle eine sehr hohe spezifische Leitfähigkeit. Wenn wir unsere Messzelle mit flüssigem Natriumchlorid bei 850 Grad füllen, messen wir eine Stromstärke von 366 Ampere. Das entspricht einer spezifischen Leitfähigkeit von 3,66 Siemens pro Zentimeter. Auch wenn wir die Messzelle mit reinem Wasser füllen, können wir eine Stromstärke messen, nämlich 4,4 mal 10 hoch minus 6 Ampere. Reinstes Wasser hat eine Leitfähigkeit von 4,4 mal 10 hoch minus 8 Siemens pro Zentimeter aufgrund der immer vorhandenen
Proton und Hydroxidion. Wenn wir einen klassischen Elektrolyten in unsere Leitfähigkeitszelle geben, hängt die gemessene Stromstärke sehr stark von der Konzentration ab. Eine einmolare Lösung zeigt eine spezifische Leitfähigkeit von 0,098 Siemens pro Zentimeter. Wenn wir eine verdünntere Kaliumchloridlösung mit 0,1 Mol pro Liter in unsere Messzelle geben, messen wir nur 0,0112 Siemens pro Zentimeter. Die Anzahl der Ladungsträger hat beim Verdünnen abgenommen. Offensichtlich hat aber gleichzeitig auch die Beweglichkeit etwas zugenommen. Wir können die spezifische Leitfähigkeit auf eine Standardkonzentration normieren. Dazu dividieren wir Kappa durch die Konzentration C und erhalten die molare Leitfähigkeit. Lambda M entspricht der Leitfähigkeit eines Mol Elektrolyten. Wir können weiterhin auf die elektrochemische Wertigkeit normieren. Dazu dividieren wir Lambda M durch Ne und erhalten die Äquivalentleitfähigkeit Lambda. Diese entspricht der Leitfähigkeit eines Mols Ladung. Wir können uns die Äquivalentleitfähigkeit durch folgendes Experiment visualisieren. Wir bauen wieder eine Leitfähigkeitsmesszelle mit zwei Elektroden auf, die im Abstand 1 Meter voneinander positioniert sind. Die Größe der Elektrodenflächen ist jedoch nicht festgelegt. Wir füllen in unser Gefäß einen Elektrolyten mit 1 Mol Ladungen. Je nach Konzentration werden das mehr oder weniger Volumen sein. Dann legen wir eine Spannung von 1 Volt an und messen die Stromstärke. Die Stromstärke, die wir in Ampere messen, entspricht der Äquivalentleitfähigkeit in Siemens Quadratmeter pro Mol. Interessant ist das Verhalten der Äquivalentleitfähigkeit, wenn wir reines Wasser zu unserer Elektrolytlösung geben. Wir müssen hier drei Fälle unterscheiden. Wenn wir einen idealen Elektrolyten haben, spielt die Ionenwolke keine Rolle. Der Aktivitätskoeffizient ist gleich 1 und der Elektrolyt ist vollständig dissoziiert. Bei einem realen Starkelektrolyten ist Alpha ebenfalls gleich 1, aber der Aktivitätskoeffizient ist deutlich kleiner als 1. Bei einem realen Schwachelektrolyten ist Alpha kleiner als 1, aber der Aktivitätskoeffizient kann als 1 angesehen werden. Wenn wir einen idealen Elektrolyten verdünnen, ändert sich die Äquivalentleitfähigkeit nicht. 1 Mol eines idealen Elektrolyten in konzentrierter Lösung leitet genauso gut wie 1 Mol eines idealen Elektrolyten in verdünnter Lösung. Wir sprechen davon, dass die Äquivalentleitfähigkeit der Grenzäquivalentleitfähigkeit Lambda unendlich entspricht und konstant ist. Bei einem realen starken Elektrolyten nimmt die Äquivalentleitfähigkeit mit zunehmender Verdünnung zu. 1 Mol Elektrolyt leitet in einer konzentrierten Lösung schlechter als 1 Mol eines Elektrolyten in einer verdünnten Lösung. Die Äquivalentleitfähigkeit strebt einem Grenzwert zu. Dieser Grenzwert der Grenzleitfähigkeit kann nach dem Kohlrauschschen Gesetz extrapoliert werden. Bei einem schwachen Elektrolyten ist diese Abhängigkeit noch viel ausgeprägter. Hier macht sich die Konzentrationsabhängigkeit des Dissoziationsgrades Alpha bemerkbar. Diese kann man mit dem Ostwaldschen Gesetz ausrechnen. Wichtig ist der Begriff der Grenzleitfähigkeit Lambda unendlich. Das ist die Leitfähigkeit eines Mols Elektrolyt in unendlicher Verdünnung. Die Ionen sind dann so weit voneinander entfernt, dass sie keine Wechselwirkung mehr aufeinander ausüben. Wir haben keinerlei Ionenwolke, der Aktivitätskoeffizient ist gleich 1. Nach Kohlrausch bewegen sich im idealen Elektrolyten die Ionen unabhängig voneinander. Das heißt, die Grenzleitfähigkeit des Elektrolyten kann aus den Grenzleitfähigkeiten der Ionen additiv errechnet werden. Die Leitfähigkeit in einem klassischen Elektrolyten wird durch die Kationen und durch die Anionen bewerkstelligt. Der jeweilige Anteil der Anionen und Kationen an der Leitfähigkeit heißt Überführungszahl T. Die Überführungszahl der Kationen T+ ist gleich die Grenzleitfähigkeit der Kationen Lambda+, dividiert durch die Grenzleitfähigkeit des Elektrolyten. Analoges gilt für die Überführungszahl der Anionen. T plus plus T minus ergänzt sich zu 1. Die Grenzleitfähigkeiten der Ionen sind tabelliert. Auffällig ist, dass Anionen etwas besser leiten als Kationen. Dies ist auf den geringeren hydrodynamischen Radius zurückzuführen.
Und auffällig ist weiterhin, dass Protonen Hydroxidionen besonders gut leiten. Wir wollen eine positive Ladung von dem einen Ende eines Elektrolyten zum anderen transportieren. Wenn der Transport durch Kalium erfolgen soll, muss sich das Kaliumion tatsächlich durch den ganzen Elektrolyten hindurchkämpfen. Wenn der Ladungstransport durch Protonen erfolgen soll, reicht es, wenn die Protonen sich ein bisschen zum Nachbarwasseratom umorientieren und in einer Art Kettenreaktion wandert die positive Ladung besonders effektiv. Dieser Ladungstransportmechanismus von Protonen, Hydroxidionen in Wasser nennt man Grotthusmechanismus. Je größer der hydrodynamische Radius eines Ions ist, desto kleiner ist die Ionenbeweglichkeit. Entsprechend leitet das kleine Formiat-Ion besser als das größere Acetat-Ion. Lithium ist zwar im Kristallgitter kleiner als Natrium und dieses Gitter kleiner als Kalium, beim hydrodynamischen Radius kehrt sich jedoch die Reihenfolge um. Mit zunehmender Temperatur erniedrigt sich die Viskosität von Wasser, damit steigt die Leitfähigkeit bei allen Ionen an. Die Äquivalenzleitfähigkeit von schwachen Elektronen lässt sich mit der Formel Alpha mal Lambda unendlich berechnen. Lambda unendlich ist die Leitfähigkeit bei unendlicher Verdünnung, die man aus Tabellenwerten erarbeiten kann. Alpha ist der Dissoziationsgrad. Wenn wir das Ostwaldsche Verdünnungsgesetz mit der Formel Lambda gleich Alpha mal Lambda unendlich kombinieren, erhalten wir eine Gleichung, die wir mathematisch umformen können. Diese umgeformte Gleichung sagt uns, dass wir eine Gerade erwarten können, wenn wir bei schwachen Elektrolyten 1 durch Lambda gegen Lambda mal C auftragen. Aus dem Achsenabschnitt dieser Geraden können wir 1 durch Lambda unendlich ermitteln und aus der Steigung können wir die Säurekonstante K ermitteln. Für starke Elektrolyte gilt das Kohlrauschsche Quadratwurzelgesetz. Wenn wir Lambda gegen Wurzel aus C auftragen, erhalten wir eine Gerade, deren Achsenabschnitt Lambda unendlich entspricht. Die Leitfähigkeit eines Elektrolyten ist gekoppelt mit der Bewegung von Ionen. Wir betrachten ein Kation in einem Elektrolyten, an den wir ein elektrisches Feld angelegt haben. Das Kation erfährt eine Beschleunigungskraft Z mal E mal Feldstärke nach rechts. Das Kation setzt sich in Bewegung, dadurch wirkt eine Reibungskraft, die nach Stokes als 6pi Eta Rv formuliert werden kann. Und nach relativ kurzer Zeit wird sich eine konstante Driftgeschwindigkeit oder Migrationsgeschwindigkeit V einstellen. In dieser Situation heben sich die beiden Kräfte auf und wir können die Migrationsgeschwindigkeit ausdrücken als Z mal E mal Feldstärke durch 6 Eta Pi mal R. Z ist die Ladungszahl, E ist die Elementarladung, Eta ist die Viskosität und R ist der hydrodynamische Radius des Ions. Die Driftgeschwindigkeit ist also proportional der Feldstärke. Der Proportionalitätsfaktor Z mal E durch 6 Eta Pi mal R nennt man Beweglichkeit U. Kation und Anion bewegen sich in der Regel nicht gleich schnell. Die Beweglichkeit U plus und U minus ist unterschiedlich. Die Beweglichkeit U ist mikroskopisch das, was makroskopisch die Ionenleitfähigkeit ist. In der Tat kann man die Beweglichkeit errechnen, indem man die Ionenleitfähigkeit durch die Faraday-Konstante groß F dividiert. Die Trends, die wir bei der Ionenleitfähigkeit gesehen haben, wiederholen sich hier bei der Ionenbeweglichkeit. Anionen sind in der Regel beweglicher als Kationen und am beweglichsten sind Protonen und Hydroxidionen. Die Beweglichkeit bzw. die Leitfähigkeit der Ionen ist auch direkt mit der Diffusionskonstante der Ionen gekoppelt. Nach Hernandez und Einstein hängen Lambda und D in dieser Weise zusammen. Für Elektrolyte ergibt sich in der Regel ein mittlerer Diffusionskoeffizient aus den Einzeldiffusionskoeffizienten von Kation und Anion. Man kann die Geschwindigkeiten von Ionen vermessen, besonders gut bei farbigen Ionen ist das möglich. Daraus kann man dann Beweglichkeiten und Leitfähigkeiten berechnen oder für analytische Zwecke in der Elektrophorese verwenden. Auch die Auflösungsgeschwindigkeit eines Ionenkristalls kann Rückschlüsse liefern auf die Diffusionskoeffizienten bzw. auf die Beweglichkeiten der beteiligten Ionen. Wenn man an einen Festkörperelektrolyten ein elektrisches Feld anlegt,
dann ergibt sich eine Ungleichverteilung der elektrischen Ladung. Dies kann dazu führen, dass der Festkörper sich biegt. Dies wird ausgenutzt bei den elektroaktiven Polymeren oder EPMCs, die als eine Art künstlicher Muskel fungieren können.